He-Man, Tal der Macht! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull gegen die bösen Mächte von Skeletor. Tritt näher und nenne deinen Namen. Mein Name ist Volare. Ich bin zu euch gekommen, weil... Der Grund ist uns bekannt. Der Sonnenkristall soll dir Gesundheit schenken und dich wieder stark machen. Aber was bietest du uns? Das verstehe ich nicht. Würdest du uns deine Farm und dein Land übergeben, um wieder stark zu werden? Aber wie soll ich dann meine Kinder ernähren, wenn ich euch mein Land gebe? Was sollen sie essen? Gib uns deine Antwort, Volare. Sofort. Es gibt nur eine richtige Antwort. Nein, die Antwort lautet nein. Ich werde niemals meine Familie bestehlen, damit es mir wieder besser geht. Warte. Volare, die Antwort war richtig. Du wirst durch die Sonne neue Kraft bekommen. Der Sonnenkristall möge erscheinen. Sieh. Jetzt geh, Volare, und lebe in Frieden. Ich danke euch. Vielen Dank. Die Energie des Sonnenkristalls ist vollständig verbraucht. Sobald die Sonne in der richtigen Position ist, muss die große Zeremonie vollzogen werden. Hast du unsere Gäste benachrichtigt? Das habe ich. Es wurden Vertreter der guten Mächte des Universums geladen, wie es die alte Legende vorschreibt. Wir müssen aufbrechen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vertrau mir, es wird nicht schiefgehen. Mo, jedes Mal, wenn du das sagst, ist kurze Zeit später irgendetwas furchtbar Schreckliches hinter mir her. Du bist nun mal so berühmt. Die Hüter des Sonnentempels haben He-Man und seine Freunde zu sich eingeladen. Und dazu gehörst du doch. Na gut, wenn es sein muss. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Komm, jetzt holen wir die anderen. Weißt du, He-Man, ich komme immer wieder gerne hierher zu den Dünen. Ich finde, die haben so etwas Beruhigendes an sich. Wow, wenn du eine Sanddüne gesehen hast, kennst du sie alle. Wow, wie lange dauert es noch, bis wir da sind? Ungefähr 2 Stunden, 15 Minuten, 5 Sekunden. Battle Cat wird schon nervös. Ich verstehe dich, Battle Cat. Aber diese Reise wird zur Abwechslung ruhig verlaufen. Das reinste Vergnügen. Das hört sich doch gut an. Da kann ich gleich ein paar neue Tricks ausprobieren. Wow, tja, von wegen Vergnügen. Vater, warum kann der Sonnenkristall nur alle 100 Jahre aufgeladen werden? Weil sich die Sonne nur einmal in 100 Jahren in der geeigneten Position befindet. Achtung, Achtung, hinter der nächsten Düne befindet sich ein unbekanntes Objekt. Es wird in Kürze zu sehen sein. Was ist das? Wenn ich das wüsste, hätte ich es euch gesagt.
Eine Flasche? Ja, und zwar eine riesige. Wow, das bedeutet, es gibt wieder Arbeit für uns. Das ist bestimmt ein Gruß von Skeletor. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Achtung, Achtung! Scanner meldet. He-Man in Sektor 7. Was hat He-Man hier zu suchen? Ich sehe mir das mal an. Ich finde, es sieht aus, als wäre es eine überdimensionale Flaschenpost. Aber wieso steht sie hier im Sand? Wow, ich finde, die Sache stinkt. Wir sollten das Ding vergraben und schnell vergessen. Wow! Ich möchte wissen, was drin ist. Ich werde mal nachsehen. Wie war noch gleich die Formel zum Öffnen? Ach ja! Ups, das ging daneben. Wow, und ich bleib dabei, wir sollten das Ding vergraben. Gib ihm noch eine Chance. Nochmal, Orko. Was steht auf dem Papier? Ach, da steht, nicht die Flasche öffnen. Ah! Wow, ich hab das Gefühl, die große Flasche hat was gegen die kleine. Komisch, sehr komisch. Das war toll, es war perfekt. Das war dein bester Trick, Meister. Unser Freund fand es aber gar nicht komisch. Dann hat euer Freund eben keinen Sinn für Humor. Wow, siehst du, hat's gemerkt, He-Man. Also, wir finden das auch nicht komisch. Sag mal, wofür hältst du dich eigentlich? Ach, ich finde, es genügt, wenn ich es weiß. Und euch geht es nichts an. Warte mal, Tila. Du bist vom Planeten Troller, hä? Ach, kann sein. Troller? Da kommst du doch auch her, Orko. Eben, nur ihr stammt aus einer Gegend namens Caradania. Man nennt sie auch das Land der Witzbolde. Zu euren Diensten. Darf ich vorstellen, das ist mein Partner Blinker. Es ist mir eine Ehre. Und dies ist... Ihr, könnt mich Witzbold nennen. Mein richtiger Name ist ein Geheimnis. Sobald er seinen richtigen Namen nennt, muss er zurück in sein Universum. Das ist euer magisches Gesetz, stimmt's? Stimmt. Ups, ich kann doch nie die Klappe halten. Das bedeutet, du nervst uns mit deinen Späßen, bis wir dich dazu überlisten? Ich meine, bis es dir beliebt, deinen Namen zu nennen, nicht wahr? Ja, du hast es erfasst. Wir bleiben in eurer Nähe und wir werden ganz viel Spaß haben. Bis später. Wiedersehen. Wow, Spaß. Wow, na klasse, wow. Warte nur, bis ich dir in meine Klauen kriege, wow. Oh nein. Was gibt's da zu lachen? Warum? Hey! Ich glaube, du kommst jetzt in das Alter, wo du dich rasieren musst. Komm, Battlecat, ich werde dir helfen. Toll, noch mehr Probleme. Das war ein ziemlich schlechter Gag. Da muss der Schnurrbart wieder weg. Es hat geklappt. Wow, danke, Orko. Keine Ursache. Müssen wir diese Spaßvögel jetzt ertragen, bis wir beim Sonnentempel sind? Ja, es sei denn, wir bringen sie dazu, ihren Namen zu nennen. Wir können auch nicht umkehren, denn wir werden im Sonnentempel erwartet. Wir fahren weiter, sonst kommen wir zu spät. Komm, Orko. So, ein Witzbold von Troller. Perfekt. Genau den brauche ich, um He-Man aufzuhalten. Wenn ich vor He-Man am Sonnentempel bin, werde ich die gesamte Energie des Sonnenkristalls in mich aufnehmen. Und dann werde ich Negator zum stärksten Mann des Universums. Ein Sturm, das ist es. Ich werde einen starken Sturm entfachen, um He-Man und seine Freunde zu ärgern. Gute Idee, Meister. Nein, ist es nicht. Das ist viel zu langweilig. Schlechte Idee, Meister. Weißt du, eigentlich bist du keine große Hilfe. Das ist richtig, Meister. Ich hab's. Pass auf. Sind wir denn schon da? Nein. Track, stimmt was nicht? Ich fühle mich nicht besonders gut. Ich habe das Gefühl, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch. Thank you.
Merkwürdig, sieht ganz normal aus. Oh! Sieht ganz normal aus, hat er gesagt. Naja, ich bin froh, dass es keine Flederwölfe waren. Flederwölfe? Das ist keine schlechte Idee. Lederwölfe, ich habe mich zu früh gefreut. Wie werden wir die los? Mal sehen, wie ihnen ein Sandsturm gefällt. Besonders toll ist die Magie dieses Witzboldes aber nicht. Für den Anfang war das ganz gut, aber lass dir nächstes Mal was Besseres einfallen. Ich habe die Schmetterlinge nicht in fliegende Wölfe verwandelt. Warst du das etwa? Nein, Meister, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Vielleicht bin ich ja mächtiger, als ich dachte. Möglicherweise bin ich so mächtig wie He-Man. Ich werde jetzt mal etwas Einfacheres versuchen. Ich hab's, Insekten. Ja, ein paar kleine, niedliche Insekten genügen, um die Reise zu unterbrechen. Ein paar kleine, niedliche Insekten. Warum nicht ein paar große, riesige Insekten? Oh, dieses Geräusch gefällt mir nicht. Mir auch nicht. He-Man, da vorne. Sie scheinen sich zu verständigen. Worüber mögen Sie reden? Keine Ahnung, aber es bedeutet bestimmt nichts Gutes. Ich habe eine Idee. Kannst du sie ablenken? Klar, mach ich. Gut. Hallo, ihr Monster. Kommt mal alle mit. Jetzt werde ich versuchen, den Insekten ein kleines Häuschen zu bauen. Das wird euch lehren, harmlose Reisende zu belästigen. Da dürfen sie jetzt drin bleiben, bis sie ihre normale Größe wieder haben. Und was dich betrifft, verbitte ich mir jede weitere Störung. Deine Scherze geraten so oft außer Kontrolle. Oh, das tut mir leid. Bin schon weg. Willkommen im Sonnentempel. Der Zeitpunkt für die Aufladung des Sonnenkristalls ist fast gekommen. Folgt mir bitte. Jetzt ist doch wohl Schluss mit deinen Scherzen, oder? Oh, wer weiß. Hast du noch nicht genug angerichtet? Es ist nicht meine Schuld, wenn einige meiner kleinen Scherze etwas außer Kontrolle geraten. Nicht seine Schuld, nein, nein. Aber wenn du nicht diesen Blödsinn machen würdest, könnte er auch nicht außer Kontrolle geraten. Mag sein. Ja, mag sein. Dann versprich mir, dass du im Tempel keine Späße machst. Klar? Versprochen, keine Späße im Tempel. Na gut. Ey, du hast es versprochen. Aber du bist doch noch nicht im Tempel. Also denk dran, du hast es versprochen. Wir sind gerne aus diesem angenehmen Anlass hierher gekommen. Es wird nicht lange angenehm für euch sein, Man-at-Arms. Wenn ich erst die Energie des Sonnenkristalls in mir habe, wird es für euch ganz schön ungemütlich. Die Stunde ist gekommen. Der Sonnenkristall nimmt jetzt Verbindung zur Sonne auf. Die Kraft des Kristalls ist erstaunlich. Er bezieht seine Energie direkt aus der Sonne. Es gibt wohl kaum noch etwas Stärkeres. Aber wenn er nicht rechtzeitig aufgeladen wird, verliert er für immer seine Kraft. Für immer? Huch, das ist aber eine lange Zeit. Wow, zu schade, dass wir diesen Witzbold nicht für immer verschwinden lassen können. Doch, das können wir. Wir müssen ihn nur dazu bringen, dass er seinen Namen ausspricht.
Der Sonnenkristall ist das Herz dieses Tempels. So wie die Sonne das Herz unseres Sonnensystems ist. Zur festgelegten Stunde müssen sie sich vereinen. Diese Stunde ist gekommen. Und jetzt der Sonnenkristall. Perfekt. Das Geräusch des Sonnenkristalls verhindert, dass sie mich hören können, bis es zu spät ist. Damit der Sonnenkristall nicht in falsche Hände gerät, ist er in einen Block aus undurchdringbarem Kurizium eingeschlossen. Nur wir können ihn öffnen. Bisher ging alles gut. Der Witzbold scheint sich wirklich fernzuhalten. Vielleicht lässt er uns jetzt in Ruhe. Wow, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich habe versprochen, dass ich Sie nicht im Tempel störe. Also kann ich doch hier draußen schon etwas machen, richtig? Richtig. Die Frage ist nur, was? Richtig. Ich hatte noch gar nichts gesagt. Auch wieder richtig. Also, womit ärgere ich Sie? Mit einem Sturm? Oder Niespulver? Ich könnte Ihr Fahrzeug schrumpfen lassen. Und nun seht auf den Sonnenkristall. Aber schützt eure Augen, wenn sich der Sonnenkristall auflädt, wird der Anblick gefährlich. Und wann geht's los? Jetzt! Negator! Er zieht die Energie aus dem Sonnenkristall ab. Das werden wir ja sehen. Kraft, He-Man, Kraft! Und zwar genug, um dich für immer zu besiegen. Das haben schon viele gedacht. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Du musst dir schon was Besseres einfallen lassen. Das habe ich auch vor, He-Man. Seht, Negator wird immer größer. Wow, große Ziele sind leichter zu treffen. Du hast ja so recht, Betty Cat. Vielleicht ist dir eine kleine Abkühlung willkommen, Negator. Das ist gut. Das ist gut, gebt mir mehr Energie. Komm, Battle Cat, hier hilft nur noch die härtere Gangart. Es ist mir ein Vergnügen. Tut mir leid, He-Man, aber gegen das Kraftfeld kannst du nichts ausrichten. Gib auf, He-Man. Das Kraftfeld ist zu stark, sogar für dich. Bis du es durchdrungen hast, habe ich die gesamte Energie des Sonnenkristalls in mich aufgenommen. Jetzt hab ich's. Weil Sie im Sonnentempel sind, werde ich Ihnen etwas Regen schicken. Ein ausgezeichneter Spaßmeister. Wieso scheint die Sonne nicht mehr? Nein, das darf nicht sein. Seht nur, er schrumpft. Der Kristall bekommt keine Energie mehr von der Sonne, also holt er sie sich von Negator. Nein, nein. Wenn ich den Sonnenkristall nicht bekomme, dann soll ihn niemand haben. Negator hat die Energie des Kristalls in die Wolke abgeleitet. Es entsteht ein Elektronensturm. Ich komme wieder, das verspreche ich. Ich komme wieder. He-Man, du musst etwas gegen diese Wolke tun. Wir brauchen die Sonne. Wenn der Kristall jetzt nicht aufgeladen wird, verliert er für immer seine Kraft. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Vorsicht, He-Man, wenn du loslässt, wirst du nach oben in die Wolke gezogen. Das ist genau meine Absicht. Es geht los. Bei der Macht von Grayskull! He-Man hat die Energie aus dem Elektronensturm in den Kristall zurückgeleitet. Der Sturm zieht ab! Ein tolles Abenteuer. Man-at-Arms, glaubst du, dass wir Negator nochmal wiedersehen? Schwer zu sagen, Adam. Er wurde vom Sonnenkristall aufgesogen. Aber wie ich Negator kenne, wird er früher oder später wieder auftauchen. Bleibt nur noch die Frage, was machen wir mit euch beiden? Versucht nicht mehr, mich dazu zu bringen, meinen Namen zu nennen. Wie ich He-Man sagte, werde ich abreisen, wenn ich's für richtig halte. Ja, aber He-Man ist nicht hier. Und wir haben etwas anderes vor. Da du neu in Eternia bist, möchten wir dir einen besonderen Feiertag widmen. Wir haben schon viele solcher Tage, wie zum Beispiel den Eternia-Tag, den Festival-Tag,
Den Tag der Wahrheit, den Königstag. Wie wär's mit... Sag nicht, dass mein Name Wukrapanwuki ist. Oh nein, jetzt habe ich meinen Namen gesagt. Der älteste Trick der Welt und ich fall drauf rein. Das ist nur deine Schuld. Falsch, Meister. Das wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, die würden wir nie mehr los. Nur gut, dass ich dabei war und auf ihn aufgepasst habe. Kein Trick, den ich nicht mit einfachem Zauber wieder auflösen konnte. Orko, meinst du nicht, du solltest... Ich sollte was? Naja, ich habe nie behauptet, vollkommen zu sein. Jeder hat mal Lust, einem anderen einen Streich zu spielen. Aber wie dieser Witzbold heute bemerkte, können solche Späße auch außer Kontrolle geraten. Wenn das geschieht, wird daraus ernst und es gibt nichts mehr zu lachen. Sowas kann gefährlich werden. Vielleicht wird jemand verletzt, möglicherweise ihr selbst. Wenn ihr das nächste Mal jemandem einen Streich spielen wollt, egal für wie harmlos ihr ihn haltet, denkt zweimal darüber nach und dann lasst es lieber. Also macht's gut für heute.